Ich bin der Günther. Ach, danke, jetzt funktioniert's. Ich habe gerade eine Ewigkeit gebraucht, um mein Mikro zum Laufen zu bringen. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition in Dumm. Meine erste Fanfiction, nachdem sie durch einen Textumschreibegenerator und ein paar Sprachen im Google Translator gezogen wurde. In der letzten Folge hatten wir wieder viele tolle Dinge, wie sehr bedrohliche Drohbriefe. Ich zitiere, wenn Sie Ihre Freunde wiedersehen möchten, geben Sie mir bitte Bescheid. Was will man da machen? Also, wir machen einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Kapitel 10. Mondscheinhöhlenturnier. Wir beschlossen, nachts zu gehen, damit Latias nicht hörte, dass wir gingen. Lord Eck sagte, wir sollten vorsichtig sein, wenn ich ihr erzähle, was Latia mir erzählt hat. Auf der dreitägigen gegen Ras... Das steht da nicht, ich kann nur nicht lesen. Auf der dreitägigen Reise sah es sehr dünn und überall abgeblendet aus. Als wir abends im Hof saßen und mit ihm sprachen, erzählte er mir warum. Er sagte, wenn sie nicht taten, was sie sagte, könne Latia eine harte Vermutung sein. Trotzdem gab er zu, dass er keiner sein würde, wenn er nicht dieselben Ziele verfolgen wollte wie er. Wenn Latias das Recht hätte, uns zu verlassen und mitzunehmen, könnte er Floink und Bulbasaur nicht mehr retten. Vor allem sagte er mir, dass es schwieriger sei, als ich dachte. Als er mehr sagen wollte, hielt ich seine Hand. Das kommt nicht aus dem Original. Lord Ecke, beruhigt dich, ein bisschen besser. Wenn er uns herausfindet, weiß er immer noch nicht, was der Schwarm ist. Also weiß er nicht, wie es uns geht. Wenn er uns angreift, wird er selbst sein. Punkt 1. Wissenschaft. Punkt MP4. Also zu diesem Projekt muss ich ein Best-of schneiden, Alter. Und warum sagt dir jeder er zu Latias? Sie hat nur gesagt, ohne uns würde sie Necrozma mit CK nicht retten können. Ich glaube, das ist auch nicht Latias Plan. Er schaute auf die Minute, sagte aber nichts. In der folgenden Nacht verkündete er, morgen Abend werden wir die Höhle erreichen. Sie haben recht, Quint. Latias konnte uns nicht sehen. Während er über Latias sprach, fiel mir eine grundlegende Frage ein, die mich einige Tage lang traurig machte. Als wir in dieser Nacht wieder zelten, fragte ich, Lord Ecke, warum hast du mir Latias nicht vor dem Vorfall erzählt? Sie wissen, dass er mich gesucht hat. Nach einer Weile erschien ein bestimmter Reservist. Also, solange sie hier sind, habe ich keine Verbindung zu Latias. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Alter, das fuckt mich gerade ab. Sprechen und ihn fragen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob sie ein Nekrosefaktor sind. Alter, stell dich vor, Günther wäre ein Nekrosefaktor. Ich kann nicht leicht Risiken eingehen. Sorry, Quint. Wenn nötig, werden alle beschützt und wir werden Necrozma besiegen. Ich kann es nicht an einem Ort machen. Als er fertig war, trat er sofort ein und überzeugte mich, dass es mein Traum war. Aber trotzdem wusste ich, dass es nicht passieren würde. Ich verstehe, warum du das tust. Ihre Aufmerksamkeit ist in dieser Hinsicht richtig. Wenn ich wirklich Spam wäre und sie mir sagten, es wäre das Ende der Welt. So viele Videos lade ich nicht hoch, dass man es als Spam bezeichnen könnte. Ich wette, Floink und Bulbasaur werden mit mir zufrieden sein, bevor ich Lord Eckes Stimme noch leise hören kann. Danke, G, danke. Also G, aber wenn, dann spricht man es hier schon G aus, dann klingt's nach was. Also machten wir uns am nächsten Tag auf den Weg zum Mondlicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, was mit uns passieren könnte. Mein Hauptgedanke ist, was passieren kann, wenn wir Necrozma treffen. Wir müssen natürlich kämpfen. Das bedeutet, dass sich die letzte Lichtstation der Welt in fast jeder Ecke befindet. Abuti über Latias. Abuti ist nicht mal ein Wort.
Gleichzeitig sah sie unsere Abreise nicht. Aber ich sagte Lord Ecke, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Also versuchte ich, diese Idee so schnell wie möglich zu brechen. Bald darauf erreichten wir den Fuß des Berges. Oben haben wir eine Tür. Wir sind hier. Hier treffen wir uns mit Cressella. Komm schon, Quint, wir haben keine Zeit mehr. Mein erster Bericht war, dass wir zu einer so großen und anderen Zeit mit vielen mächtigen Feinden konfrontiert sein würden. Aber nichts. Wir gingen oft eine Stunde in die Höhle, ohne Pokémon zu sehen. Ich fühle mich schlecht. Plötzlich hörten wir ein Geräusch, als wir uns direkt vor dem tiefsten Punkt der Höhle befanden. Kapitel 11. Das unbekannte Treffen. Geh raus. In der Höhle war ein Geräusch zu hören. Sie überraschten uns beide, beschlossen aber, erfolgreich zu sein. Wir werden von niemandem geblockt, weder auf Instagram noch auf Facebook. Den restlichen Teil habe ich jetzt hier dazu gedichtet. Als wir vor der Tür aus besonderen Steinen standen, ertönte wieder das Geräusch. Du musst auf meine Warnung hören. Es wird dir leid tun, das Silberdorf verlassen zu haben. In diesem Moment flog eine große Wolke aus dem Staub. Diese Entdeckung ließ für kurze Zeit alles wie Geld aussehen. Man merkt, Alter, ganz der YouTube-Partner, der Junge. Alles sieht wie Geld aus. Alles. Nachdem der Boden geräumt war, sahen wir, wer die Tür schloss. Fürchterlich. Lord Ecke fragte sich. Was? Wie haben sie uns gefunden? Ich dachte, niemand könne dieses Gebiet regieren, außer mir. Wie sind sie hierher nach Latias gekommen? Wütend, Doppelpunkt. Du hast nicht das Recht, mir hier Fragen zu stellen. Du liegst wieder falsch. Ich wusste von Anfang an, dass du hier sein würdest. Und trotz allem, was Gunther getan hat, habe ich mich sehr für dich geschämt. Dachte ich, ich habe dich weise gemacht. Du kannst meinen Verstand fühlen und dich nicht damit auseinandersetzen. Es tut mir leid, dass ich dich immer noch brauche. Entschuldigung angenommen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Freunde wehtun. Du weißt so viel, wie du mit uns kämpfst. Also kannst du uns nicht vor deinen Freunden retten. Warum kannst du uns nicht einfach helfen? Nun, wir müssen gegen Nick Schossmer kämpfen. Wenn es keinen Sinn ergibt und du nicht gut genug bist, um gegen einen Gegner wie Nick Schossmer anzutreten. Digga, ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der das fucking lustig findet, aber hier einfach dieses Statement im Original so ungefähr, ja, du bist noch nicht stark genug, um gegen Nick Schossmer anzutreten, du musst dich erst besser vorbereiten, und hier kommt dann diese super Aussage, Alter, wir müssen gegen Nick Schossmer kämpfen, wenn es keinen Sinn ergibt. Und du nicht gut genug bist, um gegen einen Gegner wie Nick Schossmer anzutreten. Nur weil ich dich nicht ohne Nick Schossmer besiegen kann, heißt das nicht, dass ich dich in dieser Phase nicht besiegen werde. Das klingt eigentlich relativ nach normalen Sätzen, bloß mit einem ganz anderen Sinn. Sie schienen hier eine Sache verstanden zu haben. Ja, ich versuche definitiv, sie N zu bekommen. Ekzeme ausmerzen. Google! Mein Genosse, was sind Ekzeme? Das Ekzem, Synonym Juckflechte, ist eine Gruppe entzündlicher Hauterkrankungen, die sich in einer nicht infektiösen Entzündungsreaktion der Haut äußern. Da fuck! Junge, Google Translate, warum gibst du mir das? Hilfe! Aber Lord Ecke wird noch nicht erwähnt. Sollte mich jemand wie er in diesem Krieg unterstützen? Wenn sie nicht sagen, dass ich ihnen folgen muss, ich gebe ihnen zwei Möglichkeiten zu zählen.
Drehen Sie sich um und verirren Sie sich. Ich kann den Latino-Bericht nicht glauben. In diesen Tagen habe ich mich entschieden. Überlege es dir gut, bevor du sprichst. Du willst, dass alle dich anbeten. Warum? Ja, das will ich auch, das verstehe ich schon. Du willst Nick Crossman nicht besiegen, um die Welt zu retten. Nicht nur aus Selbstbestimmung. Du willst nur Rache. Richtig, mein Freund droht und ich kann nicht, hör auf, wenn du es nicht schaffst. Ich war bereit zu kämpfen und Lord Ecke auch. Es schien wieder mutig zu sein. Latias schüttelte vor dem Angriff den Kopf. Dieser letzte Teil war jetzt ein bisschen zu originalgetreu, was war denn das? Kapitel 12. Kampf mit den Latias und die Reise zum Mond. So begann endlich unser erster Krieg! Das war wichtig. Lord Ecke und ich sind fest entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen. Aber Latias hat uns nicht im Stich gelassen, da es sich nicht um einen psychischen Angriff handelte. Konnten wir seine Angriffe nicht vermeiden, aber sie haben uns keinen nennenswerten Schaden hinzugefügt. Auf der anderen Seite scheint Latia unsere Angriffe noch schlimmer gemacht zu haben, obwohl wir den häufigsten Angriffen entkommen sind. Ich sah, wie langsam es schwach wurde. Aber als dieser Krieg auftauchte, änderte Radias plötzlich seine Taktik. Er war körperlich fit und zielte nur auf mich. Sie warf mich ein paar Meter zu Boden, bevor ich ihre Hand warf. Warum? Nein. Ich legte meinen Kopf gegen die Steinmauer hinter uns und hob meinen Kopf nach oben. Als ich Latias sprechen hörte, war ich träge und dachte, ich würde überholen. Gewinnen Sie immer noch auf diese Weise? Ich sage Ihnen, wie es sich anfühlt, bei mir zu sitzen. Ah ja. In diesem Moment passierte etwas Seltsames. Es genügt zu sagen, ich kann nicht gehen, aber plötzlich ist es fast wie etwas aus meinem Körper. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber plötzlich habe ich keine Schmerzen mehr. Ich stand sofort auf und sah, wie Latia versuchte, Lord Ecke anzugreifen. Ich war machtlos und griff sie plötzlich an. Mein Angriff scheint stärker zu sein als jeder der vorherigen Angriffe. Latias ging sofort rein und raus. Hä? Plötzlich fühlte ich mich wieder normal. Ich spürte wieder die Konsequenzen des Latia-Angriffs. Ich fand Lord Ecke ungewollt unangenehm und wollte ein bisschen nachfragen, aber ich stieg aus. Speichern Sie sich Ihre Frage für eine spätere Verwendung und sprechen Sie uns an, bevor Latias wieder aufwacht. Das klingt wie so ein Service-Center, das einem nicht sagen will, dass es keine Ahnung hat. Wir waren so schnell kaputt mit einem großen Raum hinter unserer Haustür. Da drinnen ist Pokémon. Wer bist du und was willst du? Wenn du ein Dieb bist, dann mach es. Okay, das war einfach. Ich meine, wir haben Pokémon klargemacht, dass wir zum Mond müssen, um unsere Freunde zu befreien und gegen die Nekromanten zu kämpfen. Als wir fertig waren, schien es ruhiger. Wenn sie der Feind von Nick Crossman sind, dann sind sie mein Freund. Ich bin übrigens Cressalia. Wenn sie bereit sind, werde ich sie zum Mond werfen. Warum? Was? Also, ich merke hier, es gibt so ein paar Sachen, die kommen immer wieder vor. Das Wort Schwierigkeiten kommt häufiger. Krieg kommt relativ häufig. Natürlich siezen und irgendjemanden irgendwo hinwerfen. Bevor ich die geringste Chance hatte, antwortete Lord Ecke, natürlich sind wir bereit. Die ganze Zeit hängt alles herum und plötzlich stehe ich an einem meiner völlig unbekannten Orte. Du bist in diesen Tagen auf dem Mond. Wenn du nur zurück willst, ruf einfach meinen Namen. Gesegnet. Heilig, Alter, ich bin heilig. Also Lord Ecke und ich landen endlich auf der Erde und wir werden einen Krieg mit Nick Crossman beenden. Wir fuhren sofort los mit unserem Auto oder was, weil laut Cressella Nick Crossmans Burg auf dem Mond stand. Ja ach, da seid ihr doch inzwischen. Es kann uns nur ans Licht bringen, was bedeutet, dass wir immer noch den Mond umrunden müssen.
Im Gegensatz zur Mondlichtgrotte übersteigt die Anzahl der hier lebenden Pokémon meine Erwartungen. Positiv zu vermerken ist, dass sie nicht allzu aggressiv waren und uns vollkommen beruhigten. Was mich überraschte, war, dass wir leicht stehen konnten. Ich denke, es gibt einen einfachen Unterschied zwischen der Person und dem Pokémon. Als uns der Strom ausging, sahen wir plötzlich etwas in der Ferne. Es sieht aus wie eine endlose schwarze Wand. Lord Ecker erklärte mir, was es ist. Dies ist die Begrenzung, die gleiche der beiden Mondfiguren. Dies ist zu sagen, und wenn wir diese Begrenzung überschreiten, werden wir bestehen. Der Sklave von Necrozma lebt weiter. Dort müssen wir vorsichtig sein. Ich denke, wir sollten hier bleiben. Also saßen wir natürlich vor dem Lager, als ich unterwegs war. Als Lord Ecke mich fragte, Günther, im ersten Kampf mit Latias, was ist dort passiert? Was ist mit dir plötzlich passiert? Meine Wunder sind. Ich bin ehrlich und antwortete, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist und ich weiß es nicht. Schön, das musstest du jetzt zweimal sagen. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass mich etwas nervt und ich tue es wirklich nicht für mich. Dann, als Latias besiegt wurde, wurde er schmerzlich vermisst und ich kehrte zu mir selber zurück. Nachdem ich das gesagt hatte, war Lord Ecke ein wenig verwirrt, wandte sich aber wieder an mich. Latias behauptet wahrscheinlich, dass sie wahr sind. Wenn auch sie sich mit ihm vereinen können, dann sind... Sekunde, ich brauche neues Blatt. Jetzt sind wir durch mit dem ersten Haufen, den ich ausgedruckt habe. Jetzt haben wir keine Rückseiten mehr. Ist das die richtige Seite? Nie im Leben. Wir waren gerade in Kapitel 11. 12. Ich bin gerade verwirrt. Ah nee, das sah aus wie ein neuer Satz, weil da random Großbuchstabe stand, passt so. Wenn, nochmal den Satz von vorne. Wenn auch sie sich mit ihm vereinen können, dann sind sie die Identität gegen Necrozma. Ich bin froh, dass wir sie geschlagen haben. Ich hoffe, das ist ein Schüler von ihr. Er scheint mir oft etwas sagen zu wollen, aber nachdem er wieder vereinigt wurde. Schließlich beschloss er, ohne Probleme zu schlafen. Boah, das würde ich auch gern manchmal beschließen. Ich bin interessiert an dem, was er mir sagen möchte, aber ich weiß, dass ich keine Antwort bekomme, wenn ich ihn frage. Am Ende habe ich auch versucht zu schlafen, aber ich konnte nicht. Ich war aufgeregt, weil ich wusste, dass wir uns am nächsten Tag mit dem Nekromanten auseinandersetzen würden. Dies wird der letzte Kampf sein und das Schicksal der gesamten Pokémon-Welt hängt davon ab. Jetzt hängt alles von mir ab. Okay, heute hatte ich das Gefühl, war es deutlich näher am Original als die letzten Male. Kann man sich jetzt streiten, ob das gut oder schlecht? Nee, das ist scheiße. Aber das war's für die heutige Folge. Beim nächsten Mal werden wir wohl die dumme Version des großen Showdown gegen Necrozma sehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir sehen uns dann wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo auf dem Kanal da. Bis zum nächsten Mal und ciao mit V.